So, nun mal ein kleines Tutorial über meine Blue Flames Ringe, die ich erstellt habe. Also, als erstes solltet ihr mein Tutorial pro Boolean Part 1 und 2 machen, damit ihr die Ringe und Ebenen und Material und so erstellen könnt. Damit ihr das schon mal habt. Wenn ihr das habt, dann müsst ihr euch nur noch den Box-Gizmo, das ist dieser hier, so ausrichten, wie es euch gefällt. Kamera und so, alles dazu. Dann die Ebene. Material geben im Bumpmap-Slot. Und zwar, wie ihr seht hier, da, Bumpmap, ganz normal bei Standard. Einfach irgendein Bild rein, was euch gefällt. Was ihr meint, was eine gute Struktur hat, sage ich jetzt mal. So, und dann müsst ihr halt nur noch den einen Ring, den ihr erstellt habt, kopieren, euch den so hinlegen, wie es euch am besten gefällt. Die Kamera ausrichten, ein Omnilicht dazu, Schatten natürlich nicht vergessen, ist klar. Aber es ist alles schon im Pro-Boolean Tutorial. Will ich euch nur zeigen, die Einstellung, dass man, dass dieses Feuer, wie bei meinem Blue Flames Ring zu sehen ist, dass sich das auch so bewegt. Also eine kleine Animation. Also dazu drückt ihr die 8 auf der Tastatur. Damit habt ihr das Environment and Effects Fenster. So, dann klickt ihr auf den Fire Effekt, den ihr erstellt habt für den vom Box Gizmo. So. Dann hier die Farben, Inner Color Weiß, Smoke Color Weiß und Outer Color. Habe ich blau, hier nochmal meine Einstellung. 12, 0, 255. So, im Feld Shape sollte als Flame Type Tendril angeklickt sein, wie ihr seht. Daten, Stretch 1,0, Regularity 0,2. Unter Characteristics, Flame Size 35, Density 10. Flame Detail 3 und Samples 15. So, jetzt kommt das Wichtigste. Und zwar, um das zu machen, dass sich der Qualm, der Rauch bewegt, müsst ihr bei Motion hier noch was verändern. Dazu schiebt ihr den Zeitschieber zu Frame 100 und gebt dann diesen Wert ein, 173,25. Explosion Smoke sollte angeklickt sein, Fury 1. Okay, und das sind schon eigentlich die Einstellungen. Und dann, wie gesagt, aktiv und Process Background Environment Maps und Automatic Exposure Control anwählen. Das wären die Einstellungen dafür. Und mehr ist es eigentlich nicht. Danach geht ihr dann auf Rendering, Render. So. Wenn ihr jetzt eine Animation rendern wollt, müsst ihr hier Active Time Segment, müsst ihr da also das Ding anwählen. Oder falls ihr nur bis 50 Frames rendern wollt, halt hier Range und hier 50 eingeben. Aber wir lassen es jetzt mal dabei. So. Ich empfehle euch, wenn ihr nur mal schauen wollt, wie es aussieht, hier oben Single anwählen. Und dann einzelne Frames rendern, um zu sehen, ob es passt. Wenn ihr nachher alles fertig habt, alles ausgerichtet habt, so wie es euch am besten gefällt, auch von der Farbe her und so, könnt ihr hier unter Custom, damit es natürlich richtig geil aussieht, auf HDTV Video gehen. Dann habt ihr hier diese Auflösung. Und danach geht ihr dann einfach auf Save File, klickt hier auf Files, sucht euch einen Ort raus, wo ihr speichern wollt, gebt einen Namen ein. Ja, und klickt dann auf Save, also auf Speichern. Und danach, also ihr müsst euch vergewissern, dass das Kamera Perspektive Fenster angewählt ist, ne, wie ihr seht. Und aber das wirklich nur machen, wenn ihr euch absolut sicher seid, dass alles genau so ausgerichtet ist, wie ihr es wollt. Weil wenn hier HDTV eingestellt ist und mit den Einstellungen, die ihr von mir hier übernommen habt, wenn ihr dann auf Rendern klickt, dann dauert es sehr lange, bis das fertig gerendert ist. Deswegen, also, ne?
Erst hundertprozentig sicher sein und dann rendern. Oh. Das war's schon. Und jetzt viel Spaß damit.